Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Disciples 3. Wir stehen hier in der Akt 5 Kampagnenkarte, immer noch. Und, metzeln uns hier fröhlich durch die Weltgeschichte. So. Ich greife erstmal diese kleine Elfenarmee hier an, dann ist sie nämlich schon mal weg, bevor die irgendeinen Schaden anrichten kann. Immer auf automatisch. Huch, der eine ist ja sofort tot gewesen. Da kommt. Hab mich ja wohl veräppelt. Ich finde das immer unglaublich, wenn ich sehe, dass irgendwer keinen Schaden kriegt. Und dann übernehme ich selber und schlage einmal mit diesen Pandemonien drauf und dann sind die schon alle tot. Das verstehe ich auch irgendwie nie. So, aber ich habe ja an sich gesagt, ich schneide die Kämpfe raus, es sei denn, sie sind story-relevant. Das heißt, ich werde auch gleich diesen Kampf hier rausschneiden. So, weiter geht's. Dann, oh, Heilung, sehr schön. Dann warten wir mal wieder eine Runde und die Elfen ziehen. Sollen sie machen. 150 Heilung, das finde ich sehr schön, dass das Spiel uns immer anfängt, Heilung zu schenken, obwohl das gerade etwas verdächtig wirkt. Dadurch, dass wir so viel Heilung kriegen. So. Oh, diese Kämpfe, ey. Was von ätzend. Ich heile. Schneid die ja wirklich raus, weil die nur Zeitverschwendung sind. So wie der Kampf hier gleich. So, weiter geht's. Irgendwer ist aufgestiegen. Habe ich irgendwie gesehen. Oder mir auch scheinbar nur eingebildet. Ist eben keiner aufgestiegen. Da kann ich auch diesen Kampf hier nicht mehr machen, diese Route. Schade. So, den Wächterkampf lasse ich mal eben drin. Den schneide ich jetzt nicht raus. Der geht ja relativ schnell. So, außerdem dauert der irgendwie immer länger, wenn die KI den macht. Nur beim Imperium, weil die, bei der Legion, weil die irgendwie zu dumm sind, die Magier einzusetzen. So, 219. 46. 89. 97. 97. 90, nee, 146. Und 800 irgendwas. Im Fall genug. Theoretisch könnte ich schaffen, noch diese Modius-Runen zu kriegen, aber höchstwahrscheinlich dann auch nur für den letzten Kampf oder so. Das wird sich dann zeigen. So, und wieder weiter geht's. 700 Naturschaden, aha. So. Leben heilen. Bringt leider nicht allzu viel. Nein, ich habe vergessen, das Ding hier oben heilzunehmen. Ich bin auch irgendwie schlecht. So, die Elfen sind dran, dann wieder 250 Erdmanner. Das heißt, wir kriegen einen Erdzauber reingedrückt. Nein! Sonst verschwenden die doch direkt immer ihr Erdmanner, wenn sie es wieder haben. So, das Ding nicht mehr auf jeden Fall. Wieder schön Legionsgebiet. Und da stehen wieder Feinde. Und da stehen Feinde. Ja, sehr schön. Ich gehe erstmal hier unten lang. Und ja. Damit ich diese Kiste holen kann. Und dann bleibt mir auch nur der eine Weg. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier diese Gegner nicht, aber wen interessiert. Ach, danke. So, in dem Kampf gerade eben hat sich etwas bestätigt, was ich die ganze Zeit schon vermutet habe. Und zwar, dass wenn ich auf automatischen Kampf gehe, die KI nicht mit meinen Fernkämpfern insgesamt angreift, weil, woher weiß ich das jetzt ganz genau? Ganz einfach, ich hatte gerade ein Schlachtfeld, wo Nahkämpfer nicht zu gebrauchen waren, weil da so eine riesige Schlucht dazwischen war. Und ja, da konnten die Nahkämpfer halt nicht angreifen. Und die Gegner hatten einen Magier und ich habe mal meine ganzen Magier. Und ich habe auf automatisch gestellt und nur ich habe Schaden gekriegt. Und der Gegner überhaupt keinen. Die ganze Zeit nicht, auch hinterher nicht. Ich habe schon, keine Ahnung, eine halbe Minute. Nee, eine halbe Minute nicht, aber schon ziemlich lange das gelassen. Und
Es nervt mich. Wieso benutzt die KI bei mir nicht meine stärksten Einheiten? Was finde ich eine Verarsche ist das? So. Ist auf Kampfbewegung und noch irgendwas anderes war da. Aber das ist, keine Ahnung. Reisebewegung, Kampfbewegung. Wer braucht so einen Shit? Das finde ich nicht fair. Ich finde, die KI müsste dann bei mir genauso kämpfen wie mit der, ja, wie mit den meinen Gegnern. Also jetzt nicht mich irgendwie benachteiligen, was die KI scheinbar gerne macht. Das finde ich einfach nicht fair, muss ich sagen. Ich habe dann halt jetzt auch das Gefühl, irgendwie, dass bei den Wächterkämpfen, dass sie deswegen auch immer schief laufen, weil ja die KI nicht mit meinem Wächter angreift oder sowas. Wacht der irgendwas, wo ich hin muss? Nein. Tut er nicht, ne? Nee. Dann lasse ich den auch einfach da rumstehen, jetzt mal ehrlich. Weil, ihr merkt das jetzt nicht, weil ich diese Kämpfe rausschneide. Der hier ist mir jetzt zu klein, deswegen schneide ich den nicht raus. Also diese Kämpfe sind schon sehr ätzend und zeitraubend. Also, ja, spare ich da doch ganz schön Zeit mit, wenn ich die rausschneide. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen, weil ich glaube, ihr wollt jetzt auch nicht immer wieder dieselben Kämpfe mit denselben Nervarmeen, die, keine Ahnung, überhaupt keinen Sinn machen, sehen. Weil ich muss sagen, das ist die erste Stelle in der Legionskampagne, wo ich wirklich genervt bin. Also ich bin noch niemals richtig genervt, also beim Imperium war es ja härter. Aber wo ich sage, das hätte jetzt echt nicht sein müssen vom Spiel. Oh, jetzt habe ich auch noch eine... Ich hasse diese Leute hier. Oh, oh, sie weg. Kein Mensch mag sie, kein Mensch braucht sie. So. Du haust auch erstmal rein bei dem hier. Du auch. So. Feinde der Gefallen. So ein bisschen dann ebenfalls. So. Bitte auch. Dann hat sich das auch mit dem Kampf. Die ist natürlich schon benutzt. Ich hoffe, das wirkt nicht so auf euch, als wenn ich jetzt hier so durchhetzen würde. Gut, ein bisschen mache ich das vielleicht sogar. Aber, weiß nicht. Ich will jetzt halt dann nicht wieder dieses Nervmaß haben, was ich bei der Imperiumskampagne hatte. Und ja. Ich hätte gern wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein Adventure-Projekt. Neben diesen ja, Rollenspielen, die ich gerade habe, so als Abwechslung. Und das nächste kommt halt direkt nach Disciples 3. Und, ja. Deswegen versuche ich schon ein wenig. Überwacht er auch überhaupt nichts. Wie viel braucht ihr noch? Ihr braucht aber noch sehr viel. Ja, gleich passiert was. Ja doch, ich mache diesen Kampf. So, und weiter geht's dann auch wieder. Das Ding zeigte mir wieder an, irgendwer sei aufgestiegen. Ja, er ist wahrscheinlich. Also ich glaube, wir schaffen das in diesem Let's Play nicht mit dem Modeus. Ich glaube nicht, dass ich die hier auf Maximum kriege für den. Wäre jetzt auch nicht in, ja, Tag vor und Abend loben, wäre jetzt irgendwie das falsche Sprichwort. So, ich dachte schon. Wie langsam kann sich Haros jetzt bewegen? Den Kampf lasse ich vielleicht drin. Der scheint mir jetzt nicht so lange zu dauern. Der erscheint mir jetzt nicht so lange zu dauern. Das ist ja auch ein sehr gutes Deutsch. So. Ja, auf den hier.
Weißmagier. Da habe ich nämlich keine Lust. Greif ruhig Harus an, denn interessiert das nicht. Machst du mehr Schaden wie die? Du hast 137 und der macht 150. Bist du nicht auf dem Fokuspunkt? Geht dann schön. Ich hätte dich aber draufschlagen können. Naja, egal. So. Du bewegst dich dann mindestens in die Richtung. Reißt an. Reißt ohne Fokuspunkt an. So, hat sich ja trotzdem relativierend erledigt. Oh, hier Wächter des Glaubens. Kann auch mal ihm eine reinkriegen. So. Imperialer Assassine. Nimm dies. Du auch. Nimm dieses. Ich diene nur euch, Herr. So. Macht immer so viele kritische Treffer. Ja, gut, die machen aber auch nicht gerade weniger davon. So. Dann du nochmal. Dann Harus nochmal. Der jetzt auch aufgestiegen ist. Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit. Zwei der anderen Reihenfolge, wie ich es gesagt habe, aber egal. So, ich hätte dann gerne die Stärketeile hier noch. 2 Punkte. Noch mehr. Plus. Wo sind wir noch? Da ist noch Stärke. Wenn ich rankomme. So. Ich könnte hier noch ein bisschen runtergehen und gucken. Sogar noch Gegner. Ah, meine Nase fließt ein wenig, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Und es interessiert euch auch bestimmt voll, ob das so ist, aber egal. Attacke, würde ich sagen. Und weiter geht's wieder. So. Dann, ach, Lebenspunkteabzug. Ja, danke. Das ist ja mal sehr nett von Ihnen. Frauen und Herren und Frauen, Elfen. Oh. Der Kampf, der geht doch jetzt auch nicht. Also dürfte jetzt auch nicht lange dauern. Oder? Doch, ich habe ja vergessen, dass meine Einheiten ja überhaupt nicht kämpfen, wenn ich das nicht selber mache. Nein, wieso ist Harus? Sprach er es gar nicht. Sprach es überhaupt nicht. So, du tötest jetzt wieder meine gesamte Armee. Weil meine Armee zu blöd war, irgendwas zu machen, Vernünftiges. Ich bin's ja gut. So, auch du nochmal hier drauf. Ich muss ja jetzt schnell den Assassin hier töten. Vor der. Ein hier tötet. So, ich hoffe, es klappt, dass ihr den hier tötet. Ja, das würde jetzt klappen. So. Das ist immer noch so scheiße, dass sie auf automatisch nicht richtig kämpfen. Dass die KI dann meine Zauberer nicht benutzt. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Es sieht fast danach aus. Ich renne. Es könnte knapp werden mit dem Schaffen. Könnte natürlich jetzt diese riesen Elfenarmee, die da oben ist, noch besiegen. Aber ich habe da keine Lust, um ehrlich zu sein. Boah, das lasse ich jetzt auch mal drin noch hier, den Kampf. Ich eile. Tut mir leid, wenn jetzt die Folgen heute nicht ganz so interessant waren. Tut mir wirklich leid, weil es jetzt halt wirklich wieder nur reine Kampffolgen waren. Ohne große Story und so.
Aber insgesamt, wer bis hier durchgehalten hat bei dem Let's Play, beziehungsweise also im Spiel, dem muss ich schon Respekt zollen, um ehrlich zu sein. Wer es durchgehend bis hier geschafft hat, gar nicht mal so leicht. Also ich meine jetzt nicht beim Spielen, sondern beim Gucken des Let's Plays. Beim Spielen ist das natürlich wieder ein bisschen leichter. Ich muss auch ehrlich sagen, beim selber Spielen wäre ich natürlich schon längst durch mit dem Spiel. Es gibt auch für Neverwinter Nights 2, das liegt halt daran, ich spiele das Spiel halt nur eine Stunde in der Woche. Gut, ja. Wenn man jetzt privat ein Spiel spielt, man spielt das ja nicht nur eine Stunde in der Woche, man spielt das ja dann doch schon etwas länger, häufiger. Und ja, deswegen dauert es halt so... Oh Gott, Entschuldigung. Das Play hat viel länger, als wenn man das Spiel selber spielt, da hat man das viel schneller durch. So. Aber, ja, beim Let's Play geht es ja jetzt auch nicht darum, die am schnellsten zu haben. Dann hat auch was vom Spiel zu zeigen. Und das passt natürlich jetzt nicht dazu, dass ich dann Kämpfe hier rausschneide, aber ihr kennt es ja mittlerweile eigentlich schon. Die Gegner hier sind teilweise sowas von ätzend. Ist gar nicht so. Wir könnten es noch schaffen, dass ich mindestens für den letzten Kampf den Modius kriege. Versuche es zu schaffen. So, dann hier unten nochmal hin. So, das mache ich auch nochmal eben mit euch zusammen. Der Kampf dauert jetzt auch nicht so lange. Ich bin ja, wäre ja wieder in Versuchung, den automatisch zu machen, aber das geht ja nicht mit der Legion. Sind immer noch doof, wenn ein bisschen geht nicht mehr. So. Dort ist verpackt, das interessiert mir mal eh relativ wenig. Das ist so total schnell tot ist. So, insgesamt sind seid ihr alle sehr schnell tot. Die Tiefe fehlt. So. Das war es dann auch schon. Ah, 3800. Zumindest der könnte nochmal aufsteigen. Was ich mal mache ist. Erstmal diesen Trank hier die zu verkaufen für 2000. Und dann 4 von diesen Intelligenztränken zu kaufen. So. Die dann direkt für den nächsten Kampf zu verteilen. Ich kämpfe nämlich ein wenig schneller, wenn meine Magier unglaublich viel Schaden machen. So, ja, die haben jetzt alle 200er Bereich Schaden. Und dann würde ich sagen, Attacke. So, hier geht's weiter. Wir sind auch fast da. So, Runde des Himmels. So, Runde beenden. So eine Elfen-Drecksarmee. Na, ich glaube, wir schaffen es wirklich nicht mehr mit dem Modeus. Das tut mir dann natürlich leid. Aber ich sehe da schon das Ende dieser Kampagne. Und nicht dieser Kampagne, dieses Kapitels. Und da will ich jetzt ganz ehrlich sein. Will ich jetzt auch nicht nochmal 3000 Mal über die Karte rennen, um den Modeus zu kriegen. Zumal von der Kampfanimation haben wir den ja sowieso schon mal gesehen. Bei der Imperiumskampagne. Letzten Kampf zum Beispiel, da weiß ich noch, da gab es Modeus. Und ja. Ihr müsst halt verstehen, ich will einfach auch weiterkommen bei den ganzen Kämpfen hier, die hier sind. So. Mehr Flammen plus was ja Feuerresistenz, das ist ja sehr schön. Ah, 4300, das schafft er jetzt nicht unbedingt noch.
So. Dann greife ich nochmal an und weiter geht's. Es sind doch noch einige Kämpfe. So, erstmal den hier. Vorwärts. So, den haust du doch jetzt sogar leider nicht. Ich dachte, den kannst du jetzt sogar so verkaufen. Ohne Todesstoß. So. Hier einmal die ausrotten. Dann den Greifen angreifen. Ja, dann erledige ich dir auch den Rest. So. Weg sind sie alle. Lebenspunkte. Also eine große Ork-Armee. Ein Thiel. 4713. Das klappt nicht mehr. Naja, egal. Runde beenden. Na, jetzt kommen hier jede Runde solche Elfenarmeen. Natürlich auch sehr schön, dass sie jetzt jede Runde kommen. Uns nerven. Man nennt mich Harms. So, das schafft ihr doch sogar ohne Magierunterstützung auch automatisch. Sehr schön. Könnte mich jetzt an die Dingern hier hochleveln. Können wir auf jeden Fall Heilkram von denen besorgen. So, und den Kampf hier mache ich, denke ich mal, zum Abschluss noch so mit euch zusammen. So, der ist schon mal weg. Ein Nahkämpfer, unglaublich. Vielleicht geben wir ja so viel Erfahrung. Das wird einfach nichts. Er braucht noch. Wie viel Erfahrung braucht er insgesamt? Ja, noch 1000 Erfahrung. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. 1000 Erfahrung für den alleine. Ja, Harus ist. Harus bräuchte echt diesen Wirbelsturm von Lambert. Diese Fähigkeit. Weil dann konnte er den allen so unglaublich viel Schaden machen. Und leider hat er die Fähigkeit nicht. Fehlt Harus leider. Der hat nur so unnötige Fähigkeiten. Aber man merkt, wenn man alle Magier mit so einem Intelligenzding ausstattet, die haut dann auch ganz schön rein. So. Ja, 175 hat er jetzt nur aus diesem Kampf jeder gekriegt. Das ist na. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch, wenn ihr den Modius dann nicht seht. Ja, ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Vielleicht nochmal eben den Wächter zusammen erledigen. Ach ja, es kommen ja jetzt jede Runde solche Elfenarmee. Das heißt, sie kommen sowieso nur im Schneckentempo voran. Dann erledigen wir die halt noch gemeinsam am Ende. So. 68. Muss das laufen. So, einmal die hier noch wegblocken. Und auf die Triade. Und ja. So. Ist das auch erledigt? Wie lange hält denn noch das Dingens hier? 7 Runden. So, Trefferpunkte und Hochschuhgetrank. Plus 20 auf Initiative. Das kann ich sogar Harus mal geben. Ist Harus mal als erster dran. Was ist denn da noch? Achso, das ist so der Baum. So, ich sage jetzt, ich beende hier diese Folge und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, stehen wir vor der Festung der Allianz und greifen die an. Ohne Modeus ist es dieses Mal sehr knapp geworden. Also selbst wenn ich jetzt nach hier hinten gehe und die nochmal besiege, hier nochmal besiege, selbst dann kriege ich das auch nicht mehr zusammen, glaube ich, diese Erfahrung, die der braucht.
Werden wir halt bei diesem Let's Play kein Modius sehen, ist halt dann deshalb so. Und ja, ich sage dann jetzt wirklich endgültig Tschüss, bis zum nächsten Mal und das, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause.